Wenn du jetzt losfahren könntest in ein neues Land, in dem du noch nie warst, welches wäre das? Das ist heute unsere Frage. Ich liebe diese Frage. Ich habe eine ganze Liste von Ländern, in die ich gerne noch reisen möchte. Janusz, los geht's. Los geht's. Welches Land würdest du gerne mal besuchen? Oh, gute Frage. Ich würde gerne mal nach Vietnam, weil das ist sowieso schon ein längerer Traum von mir. Und jetzt, diese Woche war ich in Berlin und überall sind hier im Viertel die vietnamesischen Restaurants. Und ja. Ich würde gerne mal nach Irland fahren. Fantastisch. Und was mögen Sie an Irland? Das weiß ich noch nicht, aber das ist ja der Grund, warum ich da gerne hin möchte. Also wir würden gerne nach Georgien reisen. Ja, das haben wir schon lange geplant, aber dann kam Corona und dann hatten wir keine Zeit. Und haben es noch nicht geschafft. Ja. Tadschikistan. Das ist interessant. Und wo liegt Tadschikistan? Im Vorderasien würde ich meinen, hinter Russland, vor China. Ich würde total gerne mal nach Madagaskar, weil es da so viele Tiere und Pflanzen gibt, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Ich würde gerne mal nach Chile, tatsächlich, weil ich noch nie in Lateinamerika war. Und man mir auch immer sagt, dass ich nicht sehr deutsch aussehe, sondern eher wie ein Lateinamerikaner. Also man steckt mich eher nach Chile. Was ist der Grund? Was findet ihr an Georgien so interessant, dass ihr Georgien besuchen wollt? Das Essen, die Kultur. Wir haben keine Ahnung, aber eine Freundin von uns hat uns viel erzählt und deswegen würden wir sehr gerne das Land bereisen. Welches Land würdest du gerne besuchen, das du noch nie gesehen hast? Wahrscheinlich Japan. Oh ja. Und woher kommt dein Interesse dafür? Vorwiegend durch die Medien. Ich gucke gerne Animes und ich schaue auch gerne Filme, die sich so ein bisschen mit, die sich eben damit beschäftigen, auch viel mit der kriminellen Richtung, alles was so in so Richtung Yakuza und etc. pp. Ich finde das alles sehr, sehr interessant. Nicht, dass ich es gut heiße, aber ich finde es interessant, weil es ist ja doch eine eigene Welt für sich und dementsprechend schaue ich mir auch gerne Filme darüber an. Welches Land würden Sie gerne besuchen? In dem ich noch nie war, meinen Sie? Zum Beispiel, zuerst, ja. Chile. Und was erwarten Sie in diesem Land zu sehen und zu erleben? Etwas, was ich sonst noch nie gesehen habe. Also auf jeden Fall Australien, das war schon immer mein Traum. Ja, also unglaublich schöne Landschaft und... Ja, viele giftige Spinnen. Ja, vielleicht nicht die tödlichen Insekten und Spinnen und Tiere. Darauf kann ich verzichten, aber nee, doch. Australien ist ein Traum von mir schon immer gewesen. Die Philippinen. Die Philippinen. Oh je. Und warum? Weil ich gehört habe, dass die Mentalität der Menschen da so angenehm ist. Sudan. Und woher dein Interesse daran? Ich habe afrikanische Freunde. Welches Land? Ich würde gerne noch mal nach Südafrika. Ah, also du warst schon einmal in Südafrika. Hat mir sehr gut gefallen, würde ich gerne noch mal besuchen. Und die Leute, wir sind durchs ganze Land gefahren mit dem Auto, ganz prima. Ja. Welches Land habe ich denn noch nicht besucht? Ich würde gerne mal nach Kasachstan und nach Turkmenistan zum Beispiel. Ja. Das sind also alles an der Seidenstraße interessiert mich. Oh, yeah. Also ich war auf der Seidenstraße bisher nur in Türkei und Iran. Yeah. Aber dann noch ein bisschen weiter und nördlich, das würde mich interessieren. Oh, yeah. Ich hätte gerne die Länder, die nicht so berühmt sind, also nicht so touristisch ist und so, zum Beispiel in Südamerika, in Bolivien oder sowas. Bolivien ist auch touristisch. Oder in Afrika-Länder so wie Burkina Faso, Djibouti und sowas. Namibia. Namibia ist touristisch, aber ja, auch bekannt. Namibia ist total touristisch, aber das ist das. Namibia ist Afrika für Beginner. Na klar. Ja. Kasachstan. Tatsächlich. Und warum? Weil mein Sohn dahin zum Austausch geht. Und können Sie jetzt schon was von dem Land erzählen? Nein, überhaupt nichts. Deswegen interessiert es mich. Janusz, jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, wo würdest du hinreisen?
Komischerweise nach Spanien. Ich war schon mehrmals in Spanien, aber dieses Mal würde ich gerne 6 Monate in Madrid verbringen. Und zwar, um meine spanische Sprache zu verbessern und aber auch die absolut wunderbare spanische Kultur kennenzulernen, kennenzulernen. Warum nicht? Und wir haben auch einen Tipp für euch, nämlich zum virtuellen Reisen. Mit unserem heutigen Sponsor NordVPN könnt ihr ganz virtuell verreisen, indem ihr nämlich aus einem anderen Land surft. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Je nachdem, wo ihr auf der Welt seid, bekommt ihr auch unterschiedliche Angebote im Internet. Ihr seht andere Dinge bei Netflix. Ihr könnt zum Beispiel vielleicht deutsches Fernsehen sehen, wenn ihr in Deutschland seid und aus anderen Ländern nicht. Und manchmal sind sogar Hotels und Flüge billiger, je nachdem, von wo ihr surft. Unser Sponsor NordVPN hilft euch, die IP-Adresse eines anderen Landes anzunehmen und dann so zu surfen, als wärt ihr in Deutschland oder in Spanien. Probiert das mal aus unter nordvpn.com/easygerman. Mit unserem Link kriegt ihr einen riesigen Rabatt und ihr könnt das einfach mal ausprobieren mit der 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Viel Spaß beim virtuellen Surfen. In welchen Ländern der Welt warst du schon? Also ich bin hauptsächlich in Europa unterwegs, in Italien, Spanien, Belgien, Frankreich, Polen, Tschechien, Portugal war ich zuletzt. Also bis jetzt war ich in Italien sehr oft, in Frankreich, in England, sehr viel in Europa. Ja. Letztes Monat? Ja, letzten Monat war ich in der Türkei, in Istanbul. Das war auch schön. Voll schön, ne? Ja. Nordamerika, Israel, Europa. Was ich gesehen habe, so die Klassiker in Polen zähle ich nicht mit, weil ich habe damals dort an der Grenze gewohnt in der Nähe. Ich komme aus Polen. Ah, schön. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr gastfreundliches Land. Ah, das freut mich, ja. Also Frankreich sehr viel, weil ich da jetzt auch wohne. Ja. Dann war ich auch sehr viel in den Niederlanden unterwegs, weil ich ursprünglich aus dem Norden von Deutschland komme. Also ja. Ist relativ in der Nähe. Dann Dänemark, ja. Weil es auch in der Nähe ist. Ja. Wir waren auch viel in Spanien früher. Brasilien, Armenien, Aserbaidschan, wow. Georgien, China. Island, China. Ja, ich glaube, Finnland, Schweden, Norwegen, ja, ich glaube, und Großbritannien. Portugal auch. Spanien, ja, stimmt. Italien, Österreich, ich glaube, das war's, oder? Und welche Länder haben Sie schon gesehen? Oh, viele. Also in Europa. Immer zu Urlaub oder auch mit Ihrem Beruf verbunden? Mit meinem Beruf verbunden auch, genau. Darf ich wissen, was Sie machen? Ja, ich bin Schriftsteller und ich hatte das Glück, dass ein Buch von mir, das heißt ein Roman, der heißt Leben, der wurde in 17 Sprachen übersetzt und in vielen Ländern bin ich dann gewesen und habe dann das Buch vorgestellt. Und, wie fantastisch. Ja, deshalb, ja, genau. Ich war in Südostasien in verschiedenen Ländern und habe da dann Regenwald angeschaut, also Malaysia, Laos, Philippinen und China und ja, aber in Deutschland war ich leider noch nicht so viel, das ist jetzt aktuell. Gibt es auch so wilde Ecken in Deutschland, so Naturgebiete? Ja, gibt's auch. Also sobald man rausfährt irgendwo abseits, gibt es auch viele, auch landschaftlich tolle Gebiete. In welchem Land hat es Ihnen am meisten gefallen, das Sie besucht haben? Also was auf jeden Fall sehr interessant war, ich war, als ich noch sehr jung war, war ich in Indien 2 Mal. Und das ist aufgrund dessen, dass es wirklich eine ganz andere Kultur und eine ganz andere Welt ist. Fantastisch. Unglaublich interessant und das sind ganz viele neue Eindrücke, die man erstmal verarbeiten muss und da bleibt ganz viel hängen fürs ganze Leben. Ja. Schweden war eine sehr fantastische Erfahrung. Ja. Ich war dort 2 Wochen mit meiner Frau. Ja. Einmal hoch oben im Norden, so ja. Richtung Nähe zur Grenze nach Norwegen. Ja. Und einmal weiter unten im Süden, dann eben auch Stockholm und so. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Atemberaubende Natur.
Und auch sehr freundliche Menschen. Und das Völkchen dort wirkt auch wesentlich entspannter als wir. Ja, so, als wir Deutschen, muss ich zugeben. Ich war das erste Mal 1999 in Brasilien. Und was ich da erlebt habe, das werde ich auch meinen Lebtag nicht vergessen. Das war so abgefahren. Wow. Das war wirklich so abgefahren. Also auch in negativer Hinsicht. Aber es war einfach, es war damals ein unglaublich interessantes Land. Jetzt kann man es wohl nicht mehr bereisen. Vor allen Dingen kann man Rio nicht mehr bereisen, weil es zu gefährlich ist und man nur die Wege mit dem Taxi fahren darf, sollte. Ich bin damals als Frau alleine in den Bus gestiegen, bin bis Endstelle gefahren und bin alles abgelaufen. Wow. Und dann, also das wäre heute unvorstellbar. Das war damals aber auch schon riskant. Aber ich wollte sagen, waren Sie einfach mutig oder waren Sie ein bisschen... Ich war ein bisschen blöd. Ja. Wollte ich nicht sagen. Erlebt man dadurch auch was. Und in den Ländern, von den Ländern, die Sie schon besucht haben, wo hat es Ihnen am meisten gefallen? Ach, das wechselt. Also ich bin eigentlich, mein Lieblingsbuch ist meistens das, was ich gerade lese und Länder, da, wo ja, Sie gerade sind. Da, wo ich gerade bin, ja. Also das, also natürlich gibt es da Länder, die mir besser gefallen, aber natürlich, also am besten gefällt es mir natürlich meistens in Ländern, wo ich was verstehe und wo ich die Sprache auch spreche. Ja? Und das wie viele Sprachen sprechen? 5, glaube ich. Oh, ja. Welche denn? Naja, also Deutsch, obviously, yeah. Französisch, Spanisch, Italienisch, Englisch. Wow. Ja. Spannend ist dann, wenn du wirklich einen Kulturschock hast, also wenn es eine ganz andere Kultur ist. Und das war vor allem in China und auf Taiwan, weil das ist wirklich eine komplett neue Erfahrung, auch sprachlich, auch was das Essen angeht. Und da klarzukommen, ist was ganz anderes. Jetzt seid ihr dran. Ihr habt bestimmt schon richtig Bock bekommen, auch mal zu verreisen. Und wir möchten von euch wissen, welches Land würdet ihr denn jetzt besuchen, wenn ihr könntet? Bei Janusz ist es Spanien. Was ist es bei euch? Schreibt uns einen Kommentar hier unten hin. Und ihr könnt auch weiter mit uns üben und mit den Vokabeln von heute. Wenn ihr ein Mitglied werdet von Easy German, für nur 5 Euro im Monat seid ihr dabei und könnt interaktive Übungen, Vokabeln und vieles mehr bekommen, zusätzlich zu unseren Videos, und unterstützt gleichzeitig unsere Arbeit. Den Link posten wir nochmal hier unten. Danke, Janusz, dass du wieder für uns so fröhlich unterwegs warst. Ja, ist ja meine Freude eigentlich. Ciao und bis bald. Ciao.